So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Hier hat alles angefangen damals im Wohnzimmer. Die ersten Raid am Mittwoch Folgen sind entstanden. Dann bin ich ins Schlafzimmer, hab das immer dort gemacht. Da war es dann auch dunkel. Da gab es dann Softboxen, die einen angestrahlt haben. Dann habe ich die Jalousie runtergerissen wegen dem Umzug. Dann war plötzlich ein bisschen Licht da. Jetzt ist der Schrank aber weg, der eigentlich immer da stand, wo ich die Kamera drauf hatte. Weil er nichts mehr ist, bin ich jetzt wieder im Wohnzimmer, stelle das hier ans Fenster und ja. Heute bei mir ist Mittwoch, wo ich das aufnehme. Heute kommen die letzten Möbel raus. Thomas will heute kommen. Ich nehme das aber für euch für Donnerstag auf. Ich wollte es erst Mittwoch bringen, aber da ja über Nacht die News kam, die April-News, möchte ich am Mittwoch die April-News erstmal in den Vordergrund stellen, dass ihr das seht und nicht verpasst, und werde das hier dann am Donnerstag raushauen. Also wieder mal Raid am Mittwoch, am Donnerstag, die Highlights der Woche zusammengefasst, inklusive dem Schocker der Woche am Ende. Und wir fangen jetzt auch an. Ich hoffe, ihr habt gestern fleißig zur Lugia Raid-Stunde eingeladen, denn wir haben wieder eine Raid-Mania gemacht und ich brauche noch ein paar XL. Mehr brauche ich nicht, nur ein paar XL. Ich wollte ein bisschen raiden, ich weiß nicht, ob ich die Tage dazu komme. Ist einfach alles momentan ein bisschen kompliziert. Jetzt aber die Highlights der Woche, genau. Angefangen hat die Woche hier beim T-Tomic, der hat mir ein Samyang Bulldog-Bild geschickt, das fand ich richtig brutal, weil hier einfach überall Samyang Nudeln stehen, 5er Packs, kartonweise. Ich würde den Laden am liebsten mieten und dort einziehen, das sieht einfach so verdammt genial aus. Dann ein Bild von Borgi, zweite Box, zweites Shiny, liebe Grüße an Sir Ups Viridium. Das sieht man nämlich, er hat gerade ein Video geguckt von mir, wo das Viridium, das Viri Sir Ups gepostet wurde, gezeigt wurde. Und da hat er gleichzeitig Meltan-Box gemacht. Finde ich cool, dass das so ist. Grüße also an Borgi und an Viridium, also an Trainer Sir Ups. Cumulus hat gar nichts mit Pokémon Go zu tun. Wir müssen eh Zeit schinden, dass der Track gespielt wird am Ende, der dann immer nicht ist, wenn die Folge zu kurz ist. Es ist Zeit, die Zeit zu überbrücken. Und das passt sehr gut dazu mit diesem Bild. Fand ich schön. Aber wir müssen weitermachen. Balu, 100er Kleinstein erlöst und einfach kleiner Stein genannt. Genaya, 100er Voltolos. Da hatte ich ja bei Boreos Glück, in der Raidmania ein 100er zu ziehen. Bei Voltolos, nur täglicher Pass und eine Raidmania gemacht. Kein 100er dabei, XL sinnvoll. Das wäre dann auch ein Pokémon, was man im Lucky Trade immer mal wieder versucht, dass man auch diese Form als 100er auf der Hand hat. Hab nämlich jetzt schon Spezialisten, da wollte ich tauschen. Regieis hat er nicht, Kaburigi hat er nicht. Muss ich mir was anderes suchen, wo die XL voll sind? Voltolos. Können wir machen, damit ich auch diese Form dann habe. Letztes Meltan der zweiten Box, Genaya, nochmal mit einem Shiny Meltan hier. Das zweite 100er bei Genaya, Kapuno. Dann Jan Lange an dich jetzt. 100% Voltolos auch hier, 23,89. Der Bogen aber ziemlich weit voll. Ist das gepusht? Oder wie ist, was ist das, ein kleiner Account? Oder was geht ab mit deinem Level? Bruder, ich schwöre, schon wieder Shiny im ersten Raid, aber wieder nicht meins, Kaiser Kai. Erster Raid, Voltolos direkt Shiny, wahrscheinlich wieder bei der Schwester. Er selber, dafür hat es sich gelohnt, den Kampftag zu spielen, Kaiser Kai. Was hat das mit dem Kampftag zu tun? Kam das etwa aus der GBL? Belohnung oder what? Hier auf jeden Fall Shiny Voltolos dann. Porno Pfirsich, 100% Zapladin. Porno Pfirsich. Der hat heute einen Witz gepostet. Was, für wen kauft ein Egoist Obst? Pfirsich. Also für sich, Pfirsich. Habe ich noch nicht gehört, kann man sich ja mal merken, wenn man TikTok-Videos macht oder auf der Straße rumrennt. Entschuldigen Sie, ich habe so eine Frage, für wen kauft ein Egoist Obst? Pfirsich? Dann lachen die und rennen weg und du stehst da und denkst, was sind das für, Junge, Junge. Hätte ich jetzt einen Pfirsich, würde ich den hinterher werfen, du. Die hat das auf jeden Fall bekommen, was ich wollte. Ich habe mich ja gefreut. Ich habe schon über 170 Lucky Trades mit Regieis gemacht und habe gedacht, vielleicht kommt das 100er. Ist noch nicht da. Ist die einzigste Tonne, die mir gerade fehlt als 100er. Und dann habe ich auf das Krypto gehofft. Das Krypto, hoffentlich gute IV, unbedingt erlösen zu einem 100er. Meins war natürlich trotz 3 Sterne schlecht.
Sie kriegt einen 98er. Sie könnte ihr es zu einem 100er erlösen. Ob sie das macht, weiß ich nicht. Vielleicht verrät sie es ja. Thomas, Grüße gehen raus an die Kekslord. Hat einen Shiny Regirahmen getradet im Lucky Trade und dann hier auch ein 100% Shiny Glücks-Regirahmen bekommen. Sören, 20 Uhr ein Bier. 20 Uhr, okay, ein Bier. 4 Uhr morgens. Das, wer kennt das? Schreibt es mir in die Kommentare. Miku, danke Ramses, das habe ich gestern nämlich. Achso, den Community Raid gemacht, also am Dienstag den Community Raid gemacht mit Lugia. Und da ist direkt ein Shiny bei ihm aufgetroffen. Chefe24, 100er Vegimug, 100er Staralili, Shiny Castadur, Shiny Meltan, Shiny Meltan 2, Shiny Gladiantri und Shiny Snubbull. Diese Woche 200er und 5 Shinies. Liebe Grüße, Chefe24.de. So. Andy Forbeck, Güstro, 100% Läufejo. Timo Rüger aus dem Lugia-Stream, denn wir haben am Dienstagabend direkt auch Lugia-Raids für Zuschauer gemacht. Schön, dass man die Leute hier beobachten kann da unten. Hat ein 100er mit Wetterbrust aus dem Stream gezogen. Leider am Ende konnte man keine Raids mehr machen, weil man nicht mehr auf die Arena zugreifen konnte. Aber boah, er hat es auf jeden Fall gefangen. Grüße gehen raus an Timo. Koswinchen, Nummer 3. Dieses Mal Gott sei Dank kein Kontinental, sondern Dschungel. 100% Purmel. 100, nee, Shiny Dick da mit der blauen Nase. Und ein Shiny Meltan. Ich höre immer zu, die Tür unten. Ah, es war die Postfrau mit Rasterfrisur. Finde ich cool, wenn man hier steht. Kurselinchen. 100% Krebskorps, es ist so winzig, aber 100%. Kaiser Kai, auf der Arbeit bekommen. Und Shiny Familie komplett. Haspirohr, Schlappohr. Danke für Raids für Zuschauer. War der zweite Raid, den ich gemacht habe, auch aus Raids für Zuschauer, ein Shiny Lugia gezogen. Sören, einmal könnte ich erlösen und zweimal hab gemaxoutet. Also Bambi könnte er zum 100er machen und dann hat er ein 100% Larmus und ein 100% Nocturn gemaxt. Und dann schreibt er Jackpot auf dem zweiten Account. Da ist einfach nichts. Also er hat, wollte was schicken oder hat was geschickt, aber es ist einfach nicht da. Fehlt da was? Bestimmt. Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Folge. Pokehunter hier, Shiny Staralili. Dann eine ganze Übersicht mit Shiny Wablu, Shiny Pandimaus, Shiny Schallquapp, Shiny Flunschlick, Shiny Ditto, Shiny Haspirohr, Shiny Slimer, Shiny Flunschlick, Shiny Voltolos, Shiny Meltan für Raid am Mittwoch. Aus dem Abenteuerrauch noch ein Shiny Parfi, Maggie, 100er Slimer, Shiny Unratüdox, eine große Shiny Mülltüte, Shiny Meltan, Shiny Ditto XXL, Shiny Sodamag, 100er Formeo, für mich Schocker der Woche, 163 gesehen, Voltolos und kein Shiny bekommen. Da habe ich aber viele Fragen zu dem Bild, weil es zählt ja nicht nur die Inkarnationsform, natürlich auch die Tiergeistform, das heißt insgesamt 163 beide. Jetzt kam ja vor der Tiergeistform, die Inkarnationsform, das allererste Mal, da konnte die noch gar nicht shiny sein, da hat der Counter aber schon gezählt. Danach kam die Tiergeistform, die gab es dann noch nicht shiny, der Counter ging aber weiter. Dann kam die Wolke als shiny vielleicht, da konnte die shiny sein, gut, hat er keine bekommen. Dann kam die Tiergeistform als shiny, da hat er ja eine bekommen, weil da ist ja ein shiny Symbol dran. Und jetzt ist das zurück, das ist schon viermal da. Und er hat kein Shiny von der Wolke, aber man hat ja nicht 163 Raids von der Wolke gemacht, um die als Shiny zu bekommen, während sie als Shiny da war. Oder hat er jetzt, hat er erst angefangen, als die Tiergeistform Shiny da war, hat die bekommen und jetzt hat er weiter geradet und nochmal 150 Raids gemacht oder so, ohne Shiny. Dann wäre es wieder was anderes, aber ich muss ja vom normalen Standpunkt ausgehen, dass das Ding eben schon früher da war und gar nicht shiny sein konnte und man das deswegen gar nicht so krass dazu zählen kann. Jenna hier auch mit einem shiny Krypto Lavita, ist ja jetzt neu bei den Rocket Bossen. Zweites 100er Voltolos, da kann sie bestimmt eins abgeben. Continental, 100er Purmel, yes. Immer noch Shenaya, Eiskorb, Jens. Da habe ich mal was Cooles bekommen, ein 0%iges Krypto. Normal nehme ich das gar nicht mehr mit rein, aber wir müssen die Folge ja länger gestalten für das Lied.
zum Abschied. Deswegen nehme auch das mit rein. Habt ihr auch schon ein 0%iges Krypto-Pokémon? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe meine verschickt. So. Und das noch. Und das noch kleine Dingens bei einem Random-Tausch erhalten. 100% Tarnell. Leider kein Krypto, normal, trotzdem fett. Tobias R. 100er Veggie-Mark, 100er Sonamark, 100er Dick Da, 100er Lampi, 100er Brokkolos, 100er Don Fun, 100er Elektagger Lös, 100er Vegicita, 100er Unra Tüdox, 100er Snoop Bull, 100er Läufeo, Shiny Ditto, Shiny Unra Tüdox, Shiny Sodamark, Schallquap, Kiesling Ditto, Shiny Meltan, Snoop Bull, Tangela und Shiny Läufeo, Abra, Grillmark, alles für Raid am Mittwoch. So aus wie mein Cousin, nur mit mehr Bart. So. Alexander Ariger, endlich Shiny Mobi in Pokémon Go. Endlich ein 100er Galapafluss. Endlich, na endlich, genau. 100er Glücks Sodamark. Und dann hat er endlich Daniel Schilling gefunden. Naja, steht ja gar nicht endlich. Daniel Schilling gefunden. Ist ja nicht endlich, findet er ja jede Woche einmal. Passt also. Pizzabode Zeus, sehr gute Auswahl von heute. An einem Tag zweimal Flunschläge, einmal Unra Tüdox, einmal Gran Bull. 1, 2, 3 Kit im Video. Die gucken alle das Video von mir und machen dabei Meltan Box. Ja, so kann man die Zeit auch über ne? Shiny Meltan aus der Box. Dann Bilder von Zellal. Die habe ich diesmal mit reingenommen. Die finde ich nämlich ganz interessant, dass ihr mal so seht, wie so ein Groudon entsteht aus einem Rotomurf mit Zwischenstation. Das gleiche haben wir hier bei Weimar und Kyogre. Ja, lasst mal auf euch wirken. Raupi natürlich der Klassiker. Jetzt wisst ihr, wieso Raupi so mein Lieblings-Pokémon ist und Rayquaza eures. Die gehören halt einfach zusammen. Das Zwischending sieht halt mega hässlich aus. Da finde ich, ja gut, die sehen alle mega hässlich aus. Aber Raupi, wisst ihr, Raupi ist eigentlich die Vorentwicklung von Rayquaza. Rayquaza, das muss ich für Thumbnail machen. So, da können wir ein Thumbnail machen. Trantini zu Garados. Quaff, waff zu... Wie heißt das? Arceus? Vielleicht kommen sie wieder in Steinigen ein. Sesokids zu Xerneas. Alpollo zu Darkrai. Ich bin jetzt lieber ruhig, denn Golbit weiß ich zwar noch, aber das hinten weiß ich nicht. Das ist dann hier das... Zyrgarde. Ich rate einfach mal. Ich weiß, ich habe das... Es ist nicht in Pokémon Go drin. Ich habe keine Spiele gespielt, deswegen, ich kenne mich damit nicht aus. Es ist auf jeden Fall Fett Glibunge. Okay. Und hier... Quajutsu. Dann haben wir Ibitak und Ho-Oh. Wir haben Togetic und Latios. Das O für Rot, was aber blau ist. Dann Togetic und Latias. A für Blau, was aber rot ist. Bidiza und Entei, das sieht gut aus. Da passt sogar das zweite, weil Bidiza ist ja eh so. Pikachu zu Mewtwo. Habt ihr sowas schon gesehen? Rabauz zu Mosquito. So. Nebulak zu Austos. Das hat sogar richtig coole Ähnlichkeit und das gefällt mir am besten, diese Idee dahinter. Fahrrad fahren und erstmal in die Hand kotzen, genau. Taurus zu Bisofang, hat man ja sowieso gedacht, wieso das keine Weiterentwicklung davon ist, das erschließt sich keinem. Pummeluft zu Mew. Sieht zwischendurch halt auch richtig dumm aus. So, Zellal, außerdem noch Shiny Ditto, Shiny Meltan, Shiny Düsselgur, Shiny Lampi, Shiny Mangunior, Shiny Flunschlig, Shiny Schallquap, Elke bei dem Kaisi, der erste Account, 100er Glücks, Koriogel, 100er Sodamark, Shiny Läufeo, Shiny Pyroleo, Shiny Flunschlig, 1 und 2, Shiny Grillmark, 1 und 2, Shiny Staralili, 100er, jetzt kommen wir von Kaisi der Erste zu, Paula Emperor, ja, 100er Sodamark, Shiny Meltan, 1 und 2, Shiny Pyroleo, Shiny Fluffeluff, Shiny Ditto, Benjamin hat wieder Duo Raids gemacht, das schwerste Matschbombe im Duo geschafft und dann nochmal Matschbombe mit Wetterbrust, Mewtwo einfach King. Beim ersten Mal also normal Matschbombe so, 128 Sekunden über und dann mit Mewtwo, obwohl der Gegner dann Wetterbrust hatte, wahrscheinlich.
110 Sekunden über. Dann hat er noch eine Mülltüte mitgenommen in Shiny und das war's. Dann haben wir den Heiko, also den Fernrate Go AMK. 500 Ho-Oh Raids, kein 100er. 3 Lugia Raids, da ist das 100er. So ist die Aufteilung. Danke für nichts, Nayendig. Was heißt hier für nichts? Immerhin ein 100er Lugia, sage ich da dazu. Annika Vogt, ihr Arctos Dani Account. 100er Haspiroh, 100er Fleckbone, 100er Eiskandis, also Arctip. Dann Zapdos Annika auf dem Zapdos Annika Account. Veggiemark, 100 Kiesling, 100. Silvio schickt uns hier die Shinies der letzten 15 Tage. Ist deine, wenn du schickst du immer nur alle 2 Wochen was? Oder schickst du jede Woche immer die letzten 2 Wochen, sodass wir alles doppelt haben? Das ist ja interessant. Wir haben hier Felilouche, Darabia, Fleckmon. Da ist natürlich Sidey-Zeugs dabei, aber auch Potrot, Girafarik, Paraswingul, Smogon, Ho-Oh. 100er, Slimer, Zubat, Stolunia, Hunduster und 2 Fleckmon mit dem gelben Senf-Fleck auf dem Kopf. Außerdem Silvio hier. Kryptotane. Kannst du zu einem 100er lösen? Ich glaube, er lässt aber so, hat sie auch als Power-Up gekennzeichnet. Paco Tequila hat gestern gefragt, ob es irgendwo einen coolen Fanchat oder sowas gibt. Den habe ich dann in die Gruppe gelotst. Seid lieb zu ihm. Beantwortet halt auch mal eine Frage, ja? Wenn jemand eine stellt, dann denkt nicht immer, das kann ja jemand anderes machen. Wenn ihr es wisst, dann helft halt auch mal. Haltet halt mal zusammen und so, ja? Macht halt auch mal so. Ihr wart auch mal, boah, das ist ja Level 1, das sehe ich jetzt erst. 64% Level 1, da kenne ich einen, der würde töten, um das zu bekommen. Ich nicht, weil er will mich töten, dass ich ihm das gebe. Aber dann kann ich es ihm ja nicht mehr geben, wenn ich tot bin, deswegen, ja. Also, Gala, Zapdos gefangen, weil es kleinen Level hatte. Das ist immer gut, wenn es kleinen Level hat, bleibt das besser drin. Hier könnte der Cumulus auch noch ein 100er Vulpix erlösen. Hier hat der Cumulus noch ein Smogon gefangen in Shiny. Hier vertrauen wir ihm einfach mal, dass das ein 100er Klingplim ist. Es ist ja kein Ort dran, also keine Bewertung. Hätte man machen können, hat man nicht. Lenzart. Ditto Shiny kann man nicht vorher sehen. Hab mich erschreckt, als ich beim normalen Kiesling ein Shiny Ditto rauskam. Da erschrecke ich mich auch immer. Alles am Kleinen, 100er Potrot, alles am Kleinen, 100er Schallquab, alles am Kleinen. Flunschlick, Shiny, schönes Bild wieder mal, alles am Kleinen, Läubio, Shiny. Und das, jeden Tag tauschen lohnt sich, ich sag das irgendwie ganz oft. Auch hier, ich find's immer cool, wie Lennart seine Sachen reinschickt, mit dem schönen Rahmen drauf, mit 2 Sachen zusammengefasst, gut zurechtgeschnitten, das sieht übersichtlich aus. Und dass er hier auch diesen Bildschirm von dem Tausch unten rechts mit reingeschnitten hat. Und ja, das ist cool, Lennart, ich feier das. Großes Lob an Lennart, dass der seine Sachen immer so toll zurecht macht. Ditto 100% und man sieht direkt, getauscht vom Baumlieber-Account. Also, wer gibt sich denn solche Mühe beim Einsenden seiner Sachen? Keiner. Danke, Lennart. Jeden Tag tauschen lohnt sich. Ein weiteres Mal, 100er Glücks-Sodamarkt. Besten Bit, also Dr. Best, hier hat er geschrieben, beste IV ever, nämlich 0 KP, Yukon. Dann Shiny Nebulak mitgenommen, Henry bedankt sich für das Komplettieren der Glücksfamilie von Letter King. Wer sowas sammelt, der hat wohl zu viel Platz. Henry außerdem noch gerade gefangen, Shiny Veggiemark aus der GBL-Belohnung, ein Electek, ist zwar ein C-Day-Pokémon, aber aus GBL, finde ich das trotzdem ganz cool. Brainy, 3 Ditto in Folge hatte ich auch noch nicht. 1, 2, 3. Hintereinander innerhalb von 1 Minute, also 10 Stück bekommen. Hannes hier, welcher Hannes auch immer. 100er Spoink, erlöstes 100er Nidoran. Shiny Flunschlick. Kismet Assortik, ich weiß gar nicht, wie der Ingame heißt. Und habe ich auch noch nicht gesehen, dass man Bilder so senden kann, dass sie so angeordnet sind. Sieht aber interessant aus. Danke dir ebenso, heute ein bisschen spazieren gegangen und 2 Shinies, Flunschlick, Staralili, das sieht ja nice aus, oder? Sendet bitte eure Sachen immer über Instagram, wenn das so aussieht, dann feiere ich das. Feuerwehrfra, hier auch Shiny Ditto bekommen, Shiny Meltan bekommen, boah, der hat ja eine leuchtende Mütze. Und 100er Glücks Mewtwo. Ich muss mal kurz, ich kann doch hier, glaube ich, drauf auf die Kamera. Und dann seht ihr doch das bestimmt, hoffe ich. Ich muss mal kurz hier rüber. Seht ihr die Mütze von dem Mann?
wie gelb die geleuchtet hat. Das ist ja richtig brutal. Ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt nicht gestoppt. ja genau. Mit Baloo habe ich Lucky Trade gemacht. Er wollte ein Mewtwo haben. Er hat gefragt, Shiny Mewtwo. Habe ich gesagt, hast du Shiny Regieis? Nee, habe ich nicht. Na gut, dann gib halt normales. Was macht der Ramses? Nimm für ein normales Regieis, gibt ihm trotzdem ein Shiny Mewtwo. Und es ist einfach ein 100% Shiny Mewtwo bei ihm geworden. Heißt jetzt Ramses. Da hat er sich gefreut. Röhmhild, Thüringen. Hat, glaube ich, auch Psychostoß gehabt. Also, Glückwunsch dafür. Ist aber nicht Schocker der Woche. Denn der Schocker der Woche ist hier dieser Hase. Ihr kennt das ja alle, dass die Leute immer so Schattenbilder gemacht haben. Und jeder macht das und sagt, das ist der Hase. Ihr müsst mal gucken, was der Hase machen muss, um so auszusehen. Das ist ja schön. Das ist so genial. Ich feiere dieses Bild so dermaßen. Ansonsten waren das jetzt die Highlights. Und wir kommen natürlich noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Baloo! Weil der hat ja nicht nur ein 100er Glücks-Shiny Psychostoß Ramses Mewtwo bekommen im Trade. Nö, der hat auch einfach in Ettlingen, Baden-Württemberg, ein 100% Krypto-Tarnel. Ja, ist jetzt nicht so krass, würden die einen sagen, weil das haben wir ja schon oft gesehen, aber in dieser Folge ist es für mich der beste Pick gewesen. Wir haben auch Shiny Glücks 100er gehabt, legendäre. Aber da hat der eine eins gehabt und der andere eins gehabt und der nächste eins gehabt. Thomas und Baloo haben zum Beispiel beide ein glückliches, shiny, 100%iges, legendäres. Kann ja nicht einer Schocker der Woche sein und der andere nicht, ist ja Quatsch. Musst du was nehmen, was nur einmal dabei war. Das ist einmal dabei, 100% Krypto und dann auch noch so ein geniales, starkes, krasses, cooles Pokémon. Für mich, ich habe sowas nicht, ich hätte sowas gern, würde ich direkt auf 50 ziehen. Deshalb Glückwunsch, Baloo, Schocker der Woche, hier 100% Krypto, Tarnel. Das war's, ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich weiß nicht, von wo. Schlafzimmer nicht mehr. Entweder von hier oder schon wieder ganz woanders, je nachdem, wo es einen hintreibt. Es ist halt privat gerade ein bisschen drunter und drüber und rein und raus und Wir werden gesponsert von Fuß und Bein Eisgel. Nein, werden wir nicht, aber so. Wo tut man das hin? Gelben Sack? Gut. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.